Moin, moin. Heute wollte ich mal ein Video machen bezüglich der Sprengringe. Und zwar gibt es da ja unterschiedliche Ausführungen. Da gibt es unter anderem die Original-Stiel-Ausführungen, die einfach oben offen sind, hier die Sprengringe. Dann gibt es hier natürlich auch als Nachbau. Sieht aus wie ein G, der praktisch nicht oben offen ist, sondern dann noch zusätzlich abgewinkelt, dass man dann quasi mit einer Spitzzange oder ähnlichem diesen Sprengriemen dann nehmen kann und in den Kolben einführen, was sich allerdings auch recht blöd machen lässt, finde ich, weil der sich immer wegdreht. Und dann gibt es hier noch den, der eigentlich am einfachsten zu installieren ist. Wie man sieht, hat er dann hier oben zwei Abwinklungen, die ich dann einfach mit einer Spitzzange nehmen kann, zusammendrücken und einführen. Natürlich rutscht auch der hier manchmal raus, dreht sich ein bisschen weg, aber es geht schon, sag ich mal. Aber was bei diesen mit den abgewinkelten Enden manchmal der Fall ist, muss ich wirklich zugeben, ist, dass die einfach mal abbrechen, wenn man da zu doll dran rumbiegt, weil es ja ein harter Federdraht ist. Dann hat man natürlich das Problem, wenn die irgendwann mal abbrechen oder vielleicht sogar schon leicht lose sind, die Maschine läuft, dass sie dann irgendwann sich hier lösen und mit durchgefahren werden. Dann ist der Kolbenzylinder natürlich hin. Deswegen gibt es von Stiel einfach nur diese hier in der Ausführung. Und da wollte ich euch heute mal zeigen, wie man die vernünftig einsetzt. Ich habe ja schon mal ein paar Videos gemacht zu 026, wie man dann neuen Zylinderkolben so aufsetzt. Da habe ich es dann mit meiner alten Methode gemacht. Und zwar den Kolben genommen, auch diese Sprengringe, und habt ihr dann, sagen wir mal, einseitig angesetzt, festgehalten, dann hier so drin rumgehebelt, dass der dann so reinflutscht. Kann man machen, das ist natürlich viel Fummelei. Das ist also die Möglichkeit Nummer 1. Möglichkeit Nummer 2, hatte ich schon mal vorbereitet hier, ist einfach sich ein Rohr zu nehmen, das vordere Ende schön mit dem Dremel schön ausschleifen. Dazu muss man natürlich diesen Sicherungsring, diesen Sprengring schon enorm zusammendrücken, irgendwie einseitig mit einer Zange, dass er dann hier zwischenpasst, weil man darf diesen Durchmesser hier auch nicht zu groß wählen, sonst ja, flutscht der Ring nicht in dieses kleine Loch. Wie man sieht, ist das Rohr eh schon breiter wie das Loch hier am Kolben. Das ist halt mal so ein Patent, das habe ich mir ausgedacht. Ich habe einmal das Werkzeug von Stiel gesehen auf irgendwelchen Fotos. Mir überlegt, Mensch, wie könnte das da funktionieren? Sah man auf Anhieb nicht. Das sage ich euch gleich noch. Hat mir halt hier eine Schraube genommen mit ein paar Muttern, dass ich hier drücken kann. Und ja, jetzt ist es auch schon weggeflogen. Was ich halt zeigen wollte, ist, dass, wie auch immer, wenn man dann zu doll zusammendrückt, bleibt er so. Das heißt, er hat nicht mehr die Spannkraft nach außen und sichert. Und wenn man dann Pech hat und der sich mal löst und durchfährt, hat man dasselbe Problem, wie als wenn diese abgewinkelten Enden vom Sprengring sich mal lösen vom Ring und mit durchgefahren werden. Das heißt, Zylinderkolben defekt. Ne? Dieser Sprengring ist jetzt auch defekt, kommt dann direkt in den Müll. Jetzt kommen wir mal zum Werkzeug von Stiel. Das hatte ich letztens mal gebraucht, erstanden. Ich muss wirklich sagen, ich habe es jetzt mal hier bei der Maschine hinten gemacht. Geht wirklich gut. Und zwar geht das so. Diese Seite mit diesem T oben drauf hat praktisch einen Magnet. Einmal flache Seite, das ist hier jetzt die abgerundete.
zur flachen Seite. Man nimmt diesen Sprengring, legt ihn hier oben drauf. So. Er bleibt praktisch kleben durchs Magnetfeld. So, die offene Seite muss dann hier zur flachen Seite zeigen. Dann nehme ich das Ganze und schiebe das in mein, sag mal, in meinen Einführer, so nenne ich es jetzt mal ein. Und zwar ist ein Konus. Der Konus hier innen drin läuft ungefähr bis da. Danach haben wir hier nur noch zylindrische Bohrung. Dann bis da vorne ist es konisch. Und hier vorne ist es ganz spitz zulaufend. Aber auch noch ein bisschen größer, der Durchmesser hier, wie der Durchmesser am Kolben. Jetzt ist es so, die flache Seite. Hier ist einmal ein Bolzen, ein kleiner, der im Wege wäre, wenn ich es so rum reinbringen würde. Also der Bolzen. So, ich hoffe, man kann es gut sehen. Den Bolzen. Gehe praktisch durch die Öffnung oben am Springring. Dann lade ich praktisch den Springring bis vorne hin. Das funktioniert. Manchmal muss man auch einen zweiten Anlauf machen. Also einführen. Ein bisschen feste. So, wie man vielleicht erkennen kann, ist er jetzt mehr oder weniger hier unten drin, auf der zylindrischen Bohrung. So als wenn man beim Gewehr, sage ich mal, eine Patrone mit einem Verschluss ins Patronenlager einführt. Dann setze ich das auf. Etwas Druck nach unten schiebe ich dann quasi meinen Sprengring durch die Bohrung vorne raus und direkt in meinen Kolben hinein. So sieht das dann aus. Der sitzt also perfekt drin in dem Freistich innen drin, in dieser kleinen Nut. Und somit weiß ich, dass der sich A nicht mehr löst und B kann sich da nichts lösen, wo ich dann vielleicht hier erstmal so 10 Minuten wie so ein Berserker dran rumgebogen habe. Und man sollte halt am besten diese hier nehmen. Auch die kriegt man rein mit viel Gefummel. Siehe in meinem Video zu 026. Oh, Zylinderkolben tauschen. Geht auch, ist allerdings dann schon ein bisschen fummelig. Mit diesem Tool geht es eigentlich recht einfach, gerade wenn die Maschine schon aufgebaut ist, hier alles zusammengebaut ist. Man möchte jetzt hier einfach einen Kolben auf die Kurbelwelle setzen. Ist das schon recht entspannt, wenn man dann einfach seitlich das Ganze ansetzt, einmal reindrückt und fertig. Da muss man hier nicht fummeln und drücken machen. Gut, soviel dazu. Das ist also das Tool von Stihl. Kann ich mir jedem empfehlen. Geht auf jeden Fall deutlich einfacher, wenn nicht sogar auch schneller vonstatten. Und ansonsten hoffe ich, dass es wie immer gefallen hat und viel Spaß beim Nachmachen. Und tschüss.